Gentleman's Club, das TMS Productions Original. Jeden Samstag um 17.30 Uhr auf YouTube und Spotify. Diese Folge wird präsentiert von Phoenix Praxis und Schule, dein Partner für Gesundheit und Wohlbefinden. phoenixschule.ch. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gentleman's Club. Heute bin ich nicht allein, heute habe ich mir einen Gast mit dazu geholt, nämlich die Sarah. Hallo zusammen. Heute reden wir über ein spezielleres Thema. Nämlich habe ich mir gedacht, dass ich mal eine Dame mit reinhole und sie dann frage, ob sie überhaupt noch weiß, was ein Gentleman bedeutet, was in ihrer Meinung ein Gentleman macht, bedeutet, tut und ja, so ein bisschen Meinung reinholen. Vielleicht hilft es ein paar anderen Männern, die so ein bisschen zuhören. So ein bisschen aus Frauensicht. Was macht denn Gentleman aus, Sarah? Was würdest du sagen? Was ist für dich so... Weißt du überhaupt noch, was wirklich ein Gentleman ist? Für mich ist ein Gentleman jemand, der dir entgegenkommt, der Kleinigkeiten sieht, die andere zum Beispiel nicht sehen, der merkt, wenn es dir nicht gut geht und trotzdem auf dich zukommt und dir hilft und einen großen Anstand und Respekt besitzt. Behilflich, sozial, Anstand, ja. Genau. Wie oft würdest du sagen, in deinem Alltag begegnest du Gentlemen? Begegnest du überhaupt noch irgendwie einem Gentleman oder hast du Personen in deinem Umkreis, die du als wirklich einen Gentleman bezeichnen würdest? Ist das überhaupt noch etwas, was wirklich aufkommt oder ist das ein bisschen was, was zu sehr zurückgegangen ist, wo ein bisschen zu wenig Leute überhaupt noch im Stand sind, ein Gentleman zu sein? Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es bei mir eher eine Seltenheit, dass ich in Kontakt mit einem Gentleman komme. Vielleicht ist hinter jeder Person ein Gentleman versteckt, das weiß man nie, aber er kommt selten zum Vorschein. Das ist tatsächlich so. Ich würde sagen, dass der Gentleman manchmal sogar ein bisschen, ich sage mal, missbraucht wird im Sinne von, du bist nur ein Gentleman zu den Personen, die du auch wirklich magst. Und das ist wahrscheinlich in heutiger Zeit sehr verbreitet, dass der Gentleman vielleicht nicht mehr mit einer Person assoziiert wird, die einfach ein Gentleman von sich aus ist, sondern Leute sind nur noch Gentlemen, wenn sie selber für sich etwas versuchen zu erreichen. Würdest du dem so zustimmen? Ich denke schon, das passt. Ja, das passt so. Mir ist es einfach oft aufgefallen, dass vor allem, wenn jetzt Jungs etwas bei einem Mädel erreichen wollen, dann ist es oft einfach ein Dahergespiele, sag ich jetzt mal. Ich meine, im Großen und Ganzen ist es oft so, dass sich Leute etwas vormachen und so im ersten Moment einfach gut dastehen wollen. Das ist, glaube ich, normal, sich so ein bisschen präsentieren. Aber dieses Gentleman-Sein dann doch eher langsam abgeht und nicht mehr vorhanden ist und dadurch meiner Meinung nach ein bisschen missbraucht wird. Ich weiß nicht genau, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, dass viel zu viele Leute einfach nicht diesen Grundanstand haben. Ich denke auch, dass viele den Grundanstand nicht mehr haben. Und zwar fällt es mir viel auf, wenn ich im Ausgang bin. Ich weiß nicht, wie man das genau auf Deutsch formuliert. Wenn man rausgeht und feiern geht sozusagen. Okay. dann fällt es mir einfach auf, dass ich viel angemacht werde, aber auch viel Charmeure kommen und mir schöne Augen machen wollen, indem sie sich wie ein Gentleman benehmen. Und ich frage mich dann halt einfach viel, ob das nur ein Gespiele ist, also ein Schauspiel, um zu imponieren, oder ob es wirklich der Mensch dahinter ist, der so tickt und sich so verhält. Ich würde jetzt einfach mal aus Erfahrung sagen, unter Jungs wird ja auch oft gesagt, ja, ey, komm, geh mal hin, aber sei so und so und sei mal ein bisschen respektvoll in dem Sinne. Und ich glaube, dass viele Männer, Jungs, sich mit diesem Tun etwas erhoffen, ganz einfach. Und ich glaube, dadurch wird halt auch so dieses Gentleman-Sein sehr vertragen im Sinne von falsche Leute tragen dieses Gentleman-Image. Und sobald du sie dann kennst, merkst du eigentlich, sind doch nicht so die Gentlemen. Und das sind dann auch wirklich keine Gentlemen. Das sind die Leute, die jemandem etwas vorlügen, um etwas zu erreichen. Und das ist etwas, weiß ich selber nicht genau, wie ich damit umgehen soll, weil ich krieg's halt oft mit. Ich krieg sehr viel mit, dass Leute
vor Frauen auf einmal voll die netten Leute sind und hier und da und zuvorkommen und sowas. Und dann kommt eine, ich sag mal, etwas pummeligere Frau ums Eck und dann sind sie auf einmal wieder voll die Arschlöcher. Und das ist kein Gentleman. Ein Gentleman unterscheidet nicht zwischen du bist hässlich, dir helfe ich nicht und du bist wunderschön, für dich tue ich alles, sondern ein Gentleman ist sowohl für Mann als Frau, alte Frau, junge Frau, alter Mann, junger Mann, ist hilfreich. Es geht nicht darum, jemandem etwas vorzuspielen, es ist kein Gentleman. Sondern ein Gentleman ist der, der immer für alles da ist, beziehungsweise halt sein Bestes gibt, mit den Ummenschen klarzukommen, würde ich fast sagen. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen. Wird halt sehr viel missinterpretiert, weil wenn man an Gentleman denkt, denkt man halt oft an die in schönem Anzug, die immer und zu jedem nett sind. Und manchmal wird der Gentleman auch ein bisschen als Frauenheld abgestempelt, sage ich jetzt mal so. Was sagst du dazu? Ich denke ganz klar, dass der Gentleman als, was nochmal abgestempelt wird? als Frauenheld abgestempelt wird. Es ist einfach ein Traumbild von jeder Frau, denke ich. Ein Mann in einem schönen Anzug, vielleicht gut trainiert, mit super gutem Anstand und hilfsbereit und all dies, was halt ein Gentleman ausmacht, zu treffen. Und ich rede jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Als ich in meiner Jugendzeit war, habe ich sehr viel gehofft, dass ich auf solche Männer stoße. Bin froh, habe ich es nicht, weil die meisten sind halt einfach wirklich nur ein vorne hindurch. Und genau, und hintendurch ist es dann wieder anders, so wie du vorhin gesagt hast. Und das ist halt für Frauen sicherlich nicht einfach, weil man nicht weiß, ist die Person jetzt wirklich so oder nicht? Also Männer, bitte verstellt euch nicht. Seid so, wie ihr seid. Und so kommt ihr auch am besten an bei einer Frau. Selbst wenn ihr Arschlöcher seid, ihr spielt wenigstens niemandem etwas vor. Klingt zwar ein bisschen blöd, aber ich meine, solange man... Ich verstehe dieses ganze Prinzip davon nicht, jemandem etwas vorspielen zu müssen und danach in seinen eigenen Charakter wieder zu verfallen. Im Sinne von, ah, hier, schön, da, alles da und am besten zahlt er noch für alles und sowas. Und dann so langsam mit der Zeit, vor allem wenn es dann in Richtung Beziehung geht und sowas, werden sie dann so, wie sie eigentlich sind. Keine Beziehungsmenschen, Arschlöcher. Ist jetzt nicht, wirklich nicht auf eine Mehrheit anzusprechen. Aber vor allem, wenn man rausgeht, feiern geht und sowas, dann trifft man doch sehr oft auf solche Menschen, hätte ich gesagt, die dem Ruf des Gentlemans nicht gerade gut tun. Ich finde es witzig, dass du es gerade angesprochen hast, Frauen, die sich einen Gentleman vorstellen, einen schönen Anzug, vielleicht trainiert und halt einfach ein gewisser normaler Anstand, kann ich dich auch gleich dazu fragen, nämlich Mode. Erwartest du von einem Gentleman eine gewisse Mode oder hat das für dich jetzt eher so einen Nebensinn? Weil ich meine, eben wie du schon gesagt hast, Anzug, so das ist das, was man im Kopf hat. Die Frage ist bloß, sucht man primär nach sowas oder ist es eigentlich egal, was diese Person trägt? Weil ich habe schon mal mit Marcel vor kurzem besprochen, Mode als Gentleman, wir sehen es einfach an, als wenn du einfach in sauberen Kleidern kommst und jetzt nicht in irgendwelchen kaputten Kleidern oder sonstiges. So ein Gentleman schaut eher drauf, dass er in sauberer Kleidung kommt, aber nicht unbedingt Anzug, Krawatte und dies und jenes. Würdest du dem zustimmen oder findest du, dass die Mode viel ausmacht? Ich denke nicht explizit, dass es um die Mode geht, sondern mehr um das Ausstrahlungsbild. Ja. Allgemein eine gepflegte Ausstrahlung und halt auch gepflegte Kleidung, das gehört dazu. Und hauptsächlich für mich ist das Verhalten eines Gentlemans der Aspekt, der, wie soll ich das sagen? Der sonst eher fehlt, oder? Genau. Viele denken sich, sie können mit einer schönen Kleidung und schön gestylt wie ein Gentleman handeln. Und das sehe ich halt einfach nicht so. Für mich hat das Verhalten den höheren Rang als die Kleidung. Sozusagen eine gute Sozialisierung eines Menschen macht mehr aus als Kleidung, trainiert, untrainiert. Ist ja dann nicht die Frage, ob man mit solchen Leuten unbedingt zusammen sein möchte, aber es geht ja um das Gesamtbild vom Gentleman in Sicht einer Frau, in deinem Fall jetzt. Ich glaube, das interessiert noch viele Leute, weil eben viele Leute haben ein falsches Bild. Viele Leute wissen nicht mal mehr, was überhaupt ein Gentleman bedeutet, was er ist.
Und ich finde es eigentlich schade, weil ein Gentleman, also es werden sehr schnell Leute als Gentleman abgekleppert, die dann halt wirklich nur einmal kurz einer hübschen Frau geholfen haben oder sowas. Und ich finde es noch interessant, was Frauen darüber denken. Deswegen habe ich dich auch mit dazugeholt und ja, ich finde es ziemlich spannend. Wie würdest du denn den perfekten Gentleman beschreiben? Jetzt einfach so einfach, wie du ihn am liebsten hättest. Jetzt nicht unbedingt in der Beziehung, sondern allgemein einen Gentleman. Wie würdest du den perfekten Gentleman beschreiben? Für mich wäre das sicher ein Mann, der schon mit einem Strahlen auf dich zukommt und dir schon ein gutes Gefühl gibt, schon nur wenn du ihn siehst. Also die Sympathie muss sicher stimmen. Ich denke aber auch, es ist unterschiedlich von Frau zu Frau. Jede Frau interpretiert einen Gentleman anders, weil jeder Frau etwas anderes gefällt. Und deswegen ist für mich die Definition, was ist ein Gentleman, ganz genau, sehr schwierig. Weil jeder sieht das anders. Aber jetzt für dich persönlich? Für mich persönlich. Ein Gentleman ist für mich jemand, der, wie gesagt, sehr hilfsbereit ist, einen gewissen Anstand hat und freundlich mit jeder Person umgehen kann. Ich glaube, da kann ich dir ganz gut zustimmen. Ja, im Großen und Ganzen haben wir sozusagen angeschaut, was denn der Gentleman in der Sicht einer Frau bedeutet. Ich finde es ganz interessant, weil man hört sowas nicht oft, man redet da nicht oft drüber. Und ja, ich finde es schön, dass du mit dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei dann sein durfte. Ja, ich hätte es gesagt, dann wäre es das mit dieser Folge. Und ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Servus!